Hallo, hier ist Silke. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal wieder eine Naturkulisse. Das hat mir letztes Mal so gut gefallen beim letzten Video. Da habe ich gedacht, ich verdrücke mich doch heute wieder in die Natur und mache hier dieses Video für euch. Ich hoffe, es geht. Es ist auch ein bisschen windig. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Dieses Video heute möchte ich vor allem dafür nutzen, um mich bei allen da draußen zu bedanken. Ich bedanke mich bei allen, die sich regelmäßig die Zeit nehmen, meine Videos zu schauen. Ich bedanke mich bei allen, die regelmäßig mir auf Facebook folgen, meiner Seite Silkes vegane Rohkost, lebe roh, gesund und froh. Und ich bedanke mich auch bei denjenigen, die jetzt seit kurzem auch meine Blogartikel auf meiner Webseite lesen. Und dann bedanke ich mich natürlich bei allen, die regelmäßig oder überhaupt die Kommentare unter meinen Videos lassen, die Kommentare unter meinen Facebook-Einträgen lassen. Das freut mich wirklich ungemein. Jetzt gibt es auch schon ein paar, die unter meinen Blogartikeln Kommentare gelassen haben. Das ist einfach grandios. Da freue ich mich unglaublich darüber. Und ich habe auch schon ganz oft bemerkt, dass bei bestimmten Artikeln oder bei bestimmten Einträgen bei Facebook oder sei es auch bei bestimmten Videothemen, dass ihr in euren Kommentaren mir dann einfach noch eure eigene Erfahrung mitteilt, dass ihr mir Tipps und Links gebt, aber auch konstruktive Kritik. Und das finde ich einfach so wertvoll. Das macht aus dem Ganzen eigentlich, und das macht aus dem Video und euren Kommentaren oder aus einem Artikel oder einem Eintrag und euren Kommentaren, da wird das einfach ein großes Ganzes. Das macht die ganze Sache rund. Und ich bin da unglaublich dankbar dafür, dass ich mit so Gleichgesinnten und Interessierten vernetzt bin und wir uns gegenseitig austauschen. Das ist mir wirklich ganz, ganz viel wert. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Oh, der Wind weht hier doch jetzt ein bisschen heftig. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich hatte zum Beispiel auch kürzlich auf meiner Facebook-Seite eine Frage. Da hat jemand gepostet, irgendwas über Heuschnupfen, ob ich dazu schon was gemacht hätte, ob ich mal einen Artikel dazu schreiben könnte oder irgendwas posten könnte, weil sie hat irgendwie damit Probleme. Und da gab es dann ruckzuck zwei, drei andere Interessierte, die meiner Facebook-Seite folgen, die ihr dann Tipps gegeben haben. Und das finde ich einfach, oh, ich glaube da hinten, ich weiß nicht, ob ihr die Schreie hört, da hinten wird Fußball gespielt. Und das finde ich einfach wundervoll, dass ihr da andere, die Fragen haben, einfach unterstützt, weil ich poste circa 4 Einträge pro Tag auf meiner Facebook-Seite und schaffe es natürlich nicht gleich immer sofort zu antworten, sofort zu reagieren, wenn es Fragen gibt. Und dann erlebe ich das so, also ich erlebe das einfach so oft, dass ihr dann einfach für mich einspringt und da einfach Tipps, Fragen, Links, einfach eure eigene Erfahrung wiedergebt. Und das finde ich einfach grandios und wertvoll und das weiß ich auch sehr, sehr, sehr zu schätzen. Und dann bedanke ich mich natürlich auch ganz herzlich bei euch für die vielen, vielen lieben Nachrichten. Unglaublich. Also ich bekomme so viele liebe Nachrichten von euch, dass ich euch zum Wildkräutern sammeln inspiriert habe, dass ich euch mit meinen veganen Rezepten, mit meinen veganen Rohkostrezepten inspiriert habe. Und das freut mich einfach, dass ich euch inspirieren darf und kann. Also das ist mir ungeheuer viel wert. Also das merke ich immer, wie mein Herz ganz weit wird, wenn ich diese ganzen Nachrichten lese, bekomme. Ich versuche auch wirklich jede Nachricht zu lesen. Ich kann nicht immer sofort antworten, weil es werden doch schon, sind doch immer schon sehr viele Nachrichten, die mich da erreichen. Aber ich lese jede Nachricht, versuche auch jede Nachricht zu beantworten. Und genau, das bedeutet mir sehr viel. Und genau, ich habe letztes Jahr im November begonnen, über die Ernährungsumstellung meines ältesten Sohnes, bei ihm ist ADS diagnostiziert worden, habe ich angefangen bei Facebook zu berichten, warum wir das machen, wie wir die Ernährung umstellen, was es denn dann immer so gibt, gerade für die Schule, Rückschläge, Fortschritte. Genau, das hatte ich dann berichtet und auch auf diese Berichte habe ich unglaublich große Resonanz bekommen. Und da möchte ich euch viele, viele Nachrichten und ich möchte euch da ganz herzlich dafür bedanken. Es gab viele Leute, die mir auch geschrieben haben, dass ich mache das bei meinem Kind genauso und es funktioniert, oder die mir geschrieben haben, meine Eltern haben das bei mir gemacht und das funktioniert. Und das hat mich einfach so gefreut, auch so viel Zuspruch bekommen zu haben. Oder es gab auch Menschen, die mir Links geschickt haben und dann noch dazu geschrieben haben, schau doch mal, ob dir das auch weiterhelfen kann oder schau doch mal das oder dies. Und es freut mich unglaublich. Also ich weiß nicht, wie viele gute Tipps ich schon von euch bekommen habe. Also es freut mich wirklich sehr. Und
Also, noch zu der ADS-Geschichte, das nächste Video wird auch endlich mal zu diesem Thema sein. Also das nächste Video nächste Woche, weiß nicht, Dienstag, Mittwoch kommt dann dieses Video zu der ADS, zu dem ADS, zu der ADS-Diagnose meines Sohnes und die Ernährungsumstellung, das Ernährungsexperiment, was wir daraufhin begonnen haben. Genau. Das ist ja nur eine Sache, da gehören ja noch andere Sachen dazu, die man angehen sollte, müsste. Und da werde ich auch darüber berichten. Genau. Ach ja, vor 3 Wochen war ich auf der Revolution. Da haben mich auch einige Menschen erkannt und angesprochen. Das war so unglaublich. Dann auch wirklich das Feedback zu kommen. Du inspirierst mich durch deine Wildkräuter-Videos oder ich verfolge dich, klingt jetzt ein bisschen. Ich verfolge dir regelmäßig auf Facebook und lese deine interessanten Einträge. Und das ist so schön zu lesen. Und da stand auch beim Orkusstand eine junge Mutter neben mir, die mich dann so ansprach: Ach, du bist doch die Silke, dich kenne ich. Ich lese deine Beiträge auf Facebook und mich interessiert das, wie du das mit deinem Sohn machst, mit diesem Ernährungsexperiment. Und das fand ich einfach, sowas zu hören, dass ich doch andere inspirieren kann, das ist ein unglaubliches Gefühl. Wenn mir jemand vor 2 Jahren gesagt hätte, du machst mal einen YouTube-Kanal und hast eine erfolgreiche Seite auf Facebook und du wirst eine eigene Webseite haben, ich hätte es nie für möglich gehalten, weil ich einfach auch gar nicht so der Typ bin. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein nach außen gerichteter Typ oder so ein extrovertierter Typ. Also mit den Videos, das war undenkbar. Ich weiß nicht, ich glaube, mein erstes Video habe ich im September 2013 hochgeladen und in den Wochen davor hatte ich auf einmal so eine innere Stimme im Kopf. Du machst jetzt YouTube-Videos und teilst deine Erfahrungen mit Rohkost, veganer Ernährung, mit Fasten, wie du das mit deinen Kindern machst. Und ich weiß noch, wie mein Verstand, mein Kopf sagte, nee. Das schaffst du nicht, das kannst du gar nicht, du bist überhaupt nicht der Typ dafür. Aber ich habe zum Glück eine innere Stimme, die mich ja schon mein ganzes Leben lang führt, die gesagt hat, du machst das, du kannst das und du schaffst das. Und genau, da bin ich einfach meiner inneren Stimme gefolgt, wie ich das ja eigentlich auch schon seit vielen, vielen Jahren mache. Also, aber immer irgendwie andere Wege eingeschlagen in einigen Dingen, jenseits vom Mainstream. Habe auch nicht gehört oder geschaut, was andere machen, was normal ist. Also was ist schon normal? Angefangen, dass von der Ernährung erst Vegetarierin, Veganerin, dann Rohköstlerin, dann, dass ich Afrikanistik studiert habe. Hat mein Umfeld mir auch immer wieder klar gemacht, was du da machst. Das kann ich nicht verstehen. Warum machst du das überhaupt? Wofür ist das gut? Aber ich bereue diese Entscheidung. Ich habe so unglaubliche Erfahrungen während des Studiums, auch während meines Aufenthalts in 2 afrikanischen Ländern gesammelt. Das kann mir keiner mehr nehmen und das hat mich auch geprägt. Und dann später sind die Kinder gekommen und dann habe ich einfach auch viele Dinge anders gemacht als der Mainstream. Lange gestillt, fast nur getragen, Familienbett betrieben, das machen wir heute noch. Meine Jungs sind 10 und 6. Ich war auch impfkritisch. Genau, habe das alles hinterfragt. Also, da habe ich auch einen Artikel auf meiner Website, auf meinem Blog geschrieben. Lass den Lärm anderer Leute nicht deine eigene innere Stimme ertränken. Und es ist irgendwie sowas, so wie ein Leitsatz von mir geworden, weil ich doch schon in den letzten 20 Jahren da immer wieder sehr auf meine innere Stimme hören musste und nicht, was mein Umfeld mir einfach suggeriert, was normal ist, was richtig ist, was sich gehört. Und auch für euch da draußen, folgt einfach eurer inneren Stimme, lasst euch nicht beirren. Also mir ist auch wichtig, dass ich Leute dazu anregen kann, Dinge zu hinterfragen oder den Mainstream zu hinterfragen, kritisch zu sein, sich neue Wege zu eröffnen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, um wirklich auch ganzheitlich gesund zu sein. Das ist mal die eine Sache. Und ich bemerke auch immer wieder, wie die Rohkost meinen Geist öffnet für Sachen, wo ich vor 10, 15 Jahren gedacht hätte, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, das kann ich nicht glauben. Und jetzt mit der Rohkost öffnet sich der Geist und man wird offener für so viele Dinge. So, das ist unglaublich. Man hat so ein ganz anderes Wahrnehmungsgefühl, so ein ganz anderes Gespür. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich denke, dass ich dazu auch mal noch ein Video machen werde, was die Rohkost bei mir verändert hat, körperlich und geistig auf alle Fälle. Da kommt auch mal noch irgendwann was dazu. Jetzt möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, um euch zu dem rohköstlichen Potluck in Leipzig am Samstag, den 25.04. ab 11 Uhr, offenes Ende, einzuladen.
Ich hatte ja überlegt zwischen Aquapark und Wildpark. Es wird aber jetzt im Aquapark stattfinden. Und es ist ein Potluck. Was bedeutet eigentlich Potluck? Wenn man das so übersetzt, heißt das Topfglück. Kommt aus dem Amerikanischen und es bedeutet eigentlich, dass jeder, es ist ja ein Rohkost-Potluck, jeder bringt etwas Rohköstliches mit. Wer Lust und Laune hat, der kann in seiner Küche kreativ werden, einen Salat zaubern, Cracker, Kuchen, Energiebällchen, Dips. Und es kann aber auch gerne ganz schlicht sein, einfach Obst, Gemüse, Sprossen, Nüsse, Samen, Wildgrün sammeln wir hier vor Ort. Das können wir dann gerne zu unseren mitgebrachten Speisen verzehren. Ich habe mich für Bärlauchpesto, Leinsamencracker und Sprossen entschieden. Das bringe ich schon mal mit. Genau, und ich freue mich darauf, mich einfach auch mit euch auszutauschen und genau, einfach mal, wir können auch ein bisschen Sport machen, Wildkräuter sammeln, alles was ihr wollt. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt hab ich irgendwie gerade den roten Faden verloren. Ach ja, wir haben ja auch schon einige geschrieben, dass sie am 25. April nicht teilnehmen können. Das hatte ich ja schon auf Facebook vor der Weile veröffentlicht. Es gibt auch im Mai, Juni, Juli, August, September Treffen, jeden Monat eins. Also ist überhaupt nicht so schlimm, wenn ihr jetzt diesmal nicht dabei sein könnt, dann einfach Mai oder Juni. Dann hoffentlich klappt es zu einer anderen Möglichkeit, zu einem anderen Treffen. Falls jemand aus Hannover dazukommen möchte, dann kann er sich gern bei mir melden. Es gibt dann nämlich die Natalie vom YouTube-Kanal Peaceful Food and Fitness. Die möchte gern auch mit bei diesem Potluck, möchte auch mit an diesem Potluck teilnehmen und sucht einfach noch eine Mitfahrgelegenheit, eine Möglichkeit hierher nach Leipzig zu kommen. Also wenn jemand aus der Hannover-Ecke hierher kommen möchte, könnt ihr euch gern bei mir melden und ich teile das einfach der Natalie mit oder vermittle einfach den Kontakt. Genau, so viel dazu. Im Mai das Treffen, das werde ich schon mal ankündigen, wird höchstwahrscheinlich am Wochenende 16. 17. Mai stattfinden. Also schon 3 Wochen nach dem ersten Treffen. Ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, dann könnt ihr euch das schon ein bisschen einplanen für die Zeit, wenn ihr dann dabei sein wollt. Ich habe mich jetzt noch nicht auf einen Tag festgelegt. Vielleicht mögt ihr mir einfach schreiben, ob Samstag, Sonntag, 16. 17. generell besser ist. Genau, könnt ihr mir einfach schreiben. Und sonst lege ich das dann einfach fest, dass es ein bestimmter Tag, Samstag oder Sonntag, dann eben sein soll. Wir treffen uns im Aquapark und zwar der erste Treffpunkt ist erstmal das Kinderreich, das ist ein Naturspielplatz, den kann man auch ganz gut erreichen. Der Aquapark ist ganz gut über die Herdestraße, die in den Goethesteig übergeht, ganz gut zu erreichen. Da gibt es auch einen Parkplatz und dann kann man, ist eigentlich, ist der Das Kinderreich eigentlich auch ganz gut ausgeschildert. Also ihr könnt das eigentlich ganz gut finden und da treffen wir uns dann erstmal. Und ich zeige euch jetzt mal so ganz kurz, wie dieser Ort aussieht. Hier ist der Eingang zum Kinderreich. Das wird unser Treffpunkt sein. Das ist von der Straße ungefähr, da hinten ist auch noch ein Parkplatz, sind es ungefähr 100 Meter. Und dann geht es hier so einen Weg rein, wie ihr jetzt seht. Genau. Und dann seid ihr im Kinderreich. Das ist hier der Weg zum Kinderreich. Auf der linken Seite könnt ihr sehen, der Bärlauch wächst hier in Massen. Und falls dieser Bärlauch am 25. April schon blüht, dann pflücken wir einfach die Blüten. Die kann man auch wunderbar essen. Die schmecken auch sehr köstlich, knoblauchartig, leicht scharf. Jetzt bin ich im Kinderreich angekommen. Eine sehr weitläufige Fläche mit einem Naturspielplatz weiter hinten. Genau, hier können wir uns hier erstmal treffen am 25. gegen 11 Uhr. Ich werde auch denjenigen, die Interesse bekundet haben, meine Handynummer schicken, falls dann auch Leute später dazukommen, dass die dann uns auch finden, falls wir den Ort wechseln. Denn ich habe nämlich auch gerade gesehen, am 25. April findet hier im Aquapark ein Gartentag statt, in dem der Bürgerverein Dölitz einfach mit Freiwilligen Teile des Aquaparks säubert. Und sie werden auch hier im Kinderreich sein. Also mal schauen, ob es dann günstig ist, hier länger zu verweilen. Aber für den Treffpunkt ist es, denke ich mal, erstmal ganz gut, weil man diesen Ort auch leicht findet. So, das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr könnt mir auch gerne Kommentare unter diesem Video lassen. Da freue ich mich auf alle Fälle.
Ja, ich genieße jetzt einfach noch ein bisschen die Zeit hier draußen, werde noch ein bisschen an meinem Lieblingsbaum, das ist hier eine große, mächtige Rotbuche, werde ich mich jetzt einfach noch ein bisschen entspannen und Energie tanken. Das tut mir immer sehr gut. Genau, ich faste heute auch, also ich faste heute den dritten Tag mit Wasser und ich fühle mich eigentlich ganz gut. Am besten in der Natur, also halte ich mich lieber auf als in der Wohnung oder drin in der Stadt. Ich werde jetzt hier die Zeit einfach noch genießen, ein bisschen mein mitgebrachtes Wasser trinken, noch ein bisschen lesen. Ich habe mir auch jetzt ein Buch mitgenommen, das kann ich euch mal zeigen. Vital und schlank mit Bitterstoffen. Naja, vital und schlank. Mit Rohkost hat man da nicht so Probleme, aber mich interessieren die Bitterstoffe und das interessiert mich auch sehr. Und da werde ich auch demnächst bestimmt einfach mal ein Video machen oder auch einen Artikel schreiben. Okay, bis dahin, lasst euch gut gehen. Bis bald, eure Silke.